Guten Tag, Freunde der modernen Unterhaltung und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Im letzten Part haben wir die Mad Monster Mansion abgeschlossen und sind jetzt dabei, den neuen Code, den wir von Cheeto im letzten Part bekommen haben, einzugeben. Und ja, wir haben ziemlich viel gemacht im letzten Part. Wir haben Bubble Gloop Swamp abgeschlossen, also dieses lästige Puzzleteil mit bisschen Faxen gemacht. Boggis Rennen geschafft mit einem tollen Vergessen von meinen Lautsprechern. Und das rote Federn gehören euch. Ab jetzt könnt ihr die zu 100 dieser Federn tragen. Hatte das nicht gerade gesagt? Ach, Federn helfen euch nicht weiter. Werdet ihr niemals ihr Gescheiter? Doch, du weißt es nur nicht. Und ja, wir haben auch Boggis Rennen geschafft. Und jetzt müssen wir zwei Hexenschalter-Puzzleteile holen. Und wir sind hier in Grunty's Lair. Ja. Wir haben zwei Hexenschalter-Puzzleteile nicht eingesammelt, weil das hätte zu viel Zeit eingestrichen. Wieso hast du den Huckepacklauf beendet, Banjo? Was soll das? Naja, dann holen wir uns diese zwei Puzzleteile jetzt. Ich glaube, ich fand, das war eine ziemlich gute Idee, das mit dem Aufteilen. Ich hätte aber auch so machen können, dass ich Bubble Gloop Swamp abschließe alleine. Und dann, das war nicht so intelligent. Und dann das mit dem Burgrennen in diesem Part mache, weil ich hier schon in diesem... Weil ich ja in dieser Gegend gerade bin. Wäre eine lustige Idee gewesen, aber ich war zu dumm dafür. Hab zu spät dran gedacht. Aber egal. Oh oh. Könnte direkt ein Fail sein. Nimm! Hä? Ich bin gesprungen! Was soll denn das? Spiel will mich verarschen. Ja. Die Zeitung vom 12. April 2020. Moment mal. Das ist jetzt falsch, weil... Das Video kommt ja viel später, aber ich habe ziemlich viel vorproduziert. Stellt euch einfach die Zeitung von morgen vor. 16-Jähriger zündet Bombe, weil... Bär und Vogel nicht auf einer Flugplatte hochgeflogen sind. Mein Deutsch hat sich verabschiedet. Ha! Beim ersten Versuch ging das besser. Ja, ich habe schon den ersten Versuch gehabt, aber da habe ich wie beim letzten Part komplett vergessen, die Lautsprecher ranzustecken, weil mein Computer wird leer. Und außerdem habe ich halt keinen Adapter bei meinem Laptop. Es ist halt so kacke gemacht, dass diese Lautsprecher, also das Mikrofon, der Stecker dafür, der USB, so groß ist, dass der Ladestecker keinen Platz mehr hat. Das heißt, ich muss immer zwischen switchen. Oh nein, ich mag das nicht. So, jetzt könnten wir eigentlich ganz simpel... ...eben zu Grunty's Mansion, also Mad Monster Mansion Hexenpuzzle... Hexenpuzzle. Ich wusste gar nicht mehr, was ich sagen soll. Den Puzzleteil vom Hexenschalter eben einsammeln. Und das sammeln wir ohne Animation ein. Fuck. Vergesst es! So, und damit hätten wir auch das abgeschlossen. Also gehen wir wieder zurück zu einer Gegend, bei der wir schon einmal waren. Hier rein. Jedoch haben wir den Wasserschalter gedrückt und jetzt ist hier alles überflutet. Oh oh. Was finden wir dann hier hinten? Wir finden... diese Station hier. Nice.
die meisten werden jetzt darauf gehen und diesen diese Rareware-Kiste zerstören. Jedoch, wisst ihr was? Ich mache es so, wie das Spiel es eigentlich verlangt. In Wirklichkeit sollte man Rusty Bucket Bay ganz anders freischalten. Denn viele, die das Spiel gespielt haben, hassen es, dass sie immer unter Wasser die Welt betreten müssen. Aber ich sag euch eins, man muss das gar nicht haben. Denn bei der Lobby beim Puzzleteil gab es dieses random Rohr, bei dem ich mir immer gedacht habe, wozu das da ist. Dank dem lieben Strolli weiß ich, dass das hier aufgeht. Das wusste ich gar nicht. Aber ich fand es schon immer sehr weird, diesen Ort hier. Ja, ich glaube, es kommt den meisten Spielern jetzt schon vertraut vor, was das hier ist. Die schwierigste Welt im Spiel. Rusty Bucket Bay. Oder wie ich es gerne nenne, Rusty Bucket Bay. Da ist er. Normalerweise, ich zeige jetzt euch den Weg, den die meisten Spieler nehmen, den ich auch immer gewählt habe. Ich weiß nicht, ob das intentional ist oder ob es wirklich approved ist, dass man zwei Wege nehmen kann. Aber da drüben ist eine Rareware-Kiste, in der auch nur so ein Wasserschalter ist. Wie bei Mad Monster Mansion da war. Gegen Ende. Und das macht das Wasserlevel höher, sodass das Wasser hier hingeht und dann kann man da reingehen. Das habe ich aber echt nie gewusst. Denn auch wenn man die Welt verlässt, ihr kennt das ja, dass da immer Gegner dann, nachdem man die Welt das erste Mal verlässt, kommen. Da kommt halt ein bestimmter Gegner, den kann man aber nie mehr antreffen, wenn das Wasser schon geflutet ist. War halt immer ziemlich weird. Aber wir sind jetzt in Rusty Fuck It Bay. Und ich muss sagen, ich liebe harte Levels. Deshalb gibt es auch im Nachfolger eine bestimmte Welt, die eines meiner Lieblingswelten ist. Genauso wie diese hier. Ich weiß, ich bin geisteskrank. Ah, wir müssen viermal reinschießen. Denn ja, hier kommen ein paar Plattformen raus. Diese Level-Welt ist auch die verhassteste. Der Grund kommt gegen Ende des Partes ungefähr. Und wenn ich da verkacke, dann werde ich Cheats benutzen. Also, rein da in das Häusle. Irgendwo ist ein Puzzleteil. Oh. Easy. Das war das erste Puzzleteil, Freunde. War gar nicht so schwierig, ne? Ihr werdet schon sehen. Ihr werdet schon sehen. Gibt's auch ein nettes extra Leben. Die haben hier in dieser Welt mit diesen Aalgegnern übertrieben. Dieses hier hat mich immer verletzt. Diesmal nett. So, das war's mit dem Raum hier. Und ihr seht, dass selbst man auch schon auf der Oberfläche Luft verliert. In dieser Brühe braucht man zweifach Luft. Seht uns schon dann in der Gruft. Oh nein. Das hört sich hier gar nicht gut an. Tauchen wir einfach mal ein und gehen hier rein. Denn hier oben ist ein verrosteter Anker und irgendwie war da gerade der Sound, dass Banjo gerade aufgetaucht ist. Das ist, glaube ich, irgend so eine Stelle, die ziemlich verglitscht ist, bei der man einfach wirklich auftauchen kann. Ich weiß nicht wieso, aber das ist so im Spiel. Generell ist diese Welt ziemlich schon hardcore, weil man schon allein beim Berühren des Wassers schon Luft verliert. Was nicht ganz toll ist. Und schaut mir, wir haben ihn gerade aufgeschlitzt. Denke, Leute, hier, das habe ich gefunden. Es gehört euch. Ihr habt dich gerade umgebracht mit dem Anker. Es ist durch deinen Körper gefahren. Offensichtlich ist er Mr. Incredible, weil er... Ey, das habe ich nicht gesehen. Aloch. Ich habe gerade jemanden Aloch genannt, Freunde. Jetzt bin ich ein echter Gangster, Freunde. Ich bin ein echter Gangster.
So. Echte Gangster müssen auch hier raufkommen. Und ich seht ihr, ich bin ein echter Gangster, Freunde. Der Anker ist irgendwie immer noch da. Irgendwie ist da trotzdem noch ein Anker, aber... Dann doch nicht mehr. Gibt Sinn, Freunde. Das gibt Sinn. Badadadadam. So, das ist aber nicht das gefährlichste Puzzleteil. Auch wenn es ziemlich dangerous aussah, diese Welt beinhaltet tatsächlich eine potenzielle Stelle, bei der wir wirklich verrecken könnten. Und wie gesagt, wenn ich sterbe, dürft ihr eine Challenge euch ausdenken. Deshalb muss ich das Game anflehen, dass... Einfach vorsichtig spielen. Wie gesagt, schreibt eine Challenge in die Kommentare. Wenn ihr noch keine Challenge geschrieben habt und ich trotzdem sterbe, dann muss ich keine machen, weil ihr habt noch nichts gemacht. Das zählt auch nicht, wenn ihr es danach macht. Also, macht besser schnell was. Mhm. So, diese Federn da unter Wasser sind echte Hurensöhne. Weil sie an einer scheiß Stelle sitzen. So, hier haben wir einen Reifen. Den Reif entreifen wir von seiner Reife. The fuck? What the fuck am I laboring? Ja. Willkommen bei Palkun. Gibt's schöne Gegner und goldene Federn. Jedoch haben wir uns direkt unsere erste leere Honigwabe. Die leeren Honigwaben in dieser Welt sind extremst easy, also. Über die braucht man sich eigentlich keine Sorgen machen. Wenn man die nicht findet, dann ist man einfach dumm. Oder blind. Ja, sagt derjenige, der diese Honigwabe hier nie gefunden hat, weil er diesen Eingang erst mit 10 Jahren oder so gefunden hat. Ja. Nein, du blöder Hai. Du collectest mich sicher nicht. Ich hab mich rausgeglitscht. Da kann man sich irgendwie rausglitschen. Habt ihr das gesehen? Ich hab mich rausgeglitscht, Freunde. Ja! Come on. Ja, das war nice, das war nice, das war nice. Ja, wir sind geflohen von diesem hässlichen Heim. Das ist der letzte Hai, den ihr in diesem Let's Play sehen werdet. Glaubt mir. Ich will auch keine Haie mehr sehen in diesem Let's Play. Haie waren für mich immer... mordsmäßig scheiße in diesem Game. Ich habe sie gehasst. Wenigstens ist diese Stelle die einzige, die in dieser Welt, die ein Hai beherbergt, was auch immer der da drin macht, der holt sich sämtliche Lungenentzündungen und Vergiftungen, da... Ah, okay, hier kriegt man mehrere Lungenentzündungen. Bei dieser Stelle. Hier verletze ich mich nicht, Freunde. Ja, verletze ich mich nicht zweimal, Freunde. Hier verletze ich mich nicht dreimal, Freunde. Seht ihr das? Ich habe die Challenge geschafft. Ich habe mich nicht dreimal verletzt. Ich bin einfach... Dafür gibt es aber keine Challenge, die ihr in die Kommentare schreiben müsst. Nämlich, das war keine Death. Kein Death. Ich habe nichts von Kommentaren gesagt, ne? Nur an die, die sich denken, ah, oh, das kann ich nicht in die Eier boxen. Ich habe nämlich schon 190 Eier, Freunde. Mehr Eier braucht der menschliche Mann gar nicht, glaube ich. Gott, was mache ich? Ich bin dumm! Man sollte eigentlich zuerst das mit dem Eiern da machen, mit dem Toll 4, weil das ziemlich toll ist. Aber Falcon ist ein bisschen extraordinär. Die hat keinen Bock auf sowas. Das war eine lässige Art und Weise, das Chiki einzusammeln. Und es ist abgestürzt. So, da wir hier schon hier sind, können wir eigentlich hier auch rein. Was die Küche, Freunde. Die Mannschaftsküche. Komm her, Drecksack.
einfach alle. So, hier kann man einfach die Eier so treffen. Nichts kann mir meine Eier wegnehmen. Oh, 199 sieht so lame aus. Da hat jemand heftig auf den Boden gebatzt. Hier bei diesem Mumbo-Schädel gibt es eigentlich hundertprozentige Art und Weise, sich dafür zu verletzen. Ja, da mal Bär, da musst du flennen, wenn die heißen Platten brennen. Ja, wenn da ein Mumbo-Schädel ist, du Bob. Wie soll ich denn das sonst kriegen, ne? Hättest du einen Vorschlag? Dann hau ihn raus. Hast du keinen Vorschlag, ne? So, jetzt muss ich diese hässliche Anzahl an... Oh, da ist zum Glück eher eine Leiter. Es gibt Stellen, wo 30 Kilometer schwimmen musst, damit du auf die scheiß Leiter kommst. Das will ich mir nicht antun. Daut ich den Zuschauern, die müssen ja 30 Jahre dazu sehen, bis der fette Palkun es geschafft hat, draufzukommen. Da kommt der Plattform. Aber wisst ihr was? Die ist mir schnutzfuck egal. Ich gehe nicht diesen Weg entlang, ich gehe einen anderen Weg entlang, bei dem wir gerade schon waren. Weil ich ein Sohn bin. Chaos. Hier werden wir auch sehen, was das ist. Es gibt einen Zahlencode, den ihr mir jetzt aber nicht eingefällt, gerade im Moment. Falcon halt die Intelligenzbestie eben. Gibt's ein paar Fenster? Die sind mir nie aufgefallen. Ich wüsste nicht, wie ein normaler Mensch darauf kommen sollte, diese Fenster zu zerstören, aber... I guess, irgendwer ist auf dies gekommen. Ja, danke für den Jumpscare. Ja, Five Nights at Freddy's. Ganz gruselig. Wie gesagt, die Lore dieses Videospiels. Allein der Sternschalter. Hat die düsterste Lore aller Zeiten. Und dieser Aal ist mal ausnahmsweise ziemlich tiny, like my... Nein. Diese Jokes habe ich jetzt schon ziemlich oft gebracht. Das tut mir leid, Freunde. Aber... Ja, werdet zum Pferd. Oh Gott. Jetzt hört sich die Musik nicht an, Freunde. Okidoki. Hier. Ach, was eine Intelligenzbestie, Freunde. Hä? Ich hab ihn doch Ich hab ihn so fest in die Fresse gepickt. Wie kann er mir Schaden hinzufügen? Ist... Hä? What the f... Okay. Da ist jemand ganz schön in die Luft gegangen. Arschloch. Jetzt gib mir mein Leben. Gib mir mein Leben! Danke. Hier ist irgendwie ganz random platzierte goldene Feder. Anhand den Rohren müssen wir rauf. Ich sagte, anhand den Röhren müssen wir rauf. Ich sagte, anhand der Röhren müssen wir rauf. Hallo. Ich habe... Der Jump'n'Run-König, Freunde. Bravo. You did it. Oh. Intelligenzbestie. Ich glaube nicht, dass hier irgendwie so ein Fenster ist. Ja moin, was willst denn du? Der furzt durch die Luft, Freunde. Er futzt in meines Lebens.
Ah, da ist das nächste Fenster. Ich sehe das. Danke. Und wir sind wie in der Kommandozentrale oder sowas, was das auch immer ist. Aha! Hallo. Ja, ich habe wieder volle Leben, nice. Komm. Ich wusste es, dass da noch ein Gegner ist. Ich hab's aber nicht beliebt. Ah, ziemlich schöner Background. Genauso sieht das auch von außen aus. Goldene Feder. Brauchen wir welche? Ich glaube, ich habe alles schon auf. Ja. So, diesmal ohne runterfallen. Du willst mich verarschen! Kann man da nicht hoch mit dem Booten? Kann das sein? Dass man für immer verdonnert wird, da wieder ins Wasser gehen zu müssen? Oh. Danke, Spiel! Juhu, Spaß und Spannung! Aber weil ich eigentlich nur, ja, geplant war eigentlich eine Mini-Quest zu machen. Aber okay. Ich war geplant, eine Mini-Quest zu machen heute. Ich habe nicht geplant, ich war geplant. Oh. Hier ist unser nächstes Fenster. Oder besser gesagt, das letzte. Denn das führt zum Schlafzimmer. Oder besser gesagt, das Anspielungszimmer. Hier gibt's nichts. Hier haben wir Conkers Freundin Konkarine. Und ein paar Notizen. Oh. Hier haben wir Fotos von der Sahara-Wüste. Hier haben wir einen Arschloch, der da oben rumläuft. Hallo! Danke. Und hier haben wir einen Ekumbokum. Ekumbokum! Haben wir noch eine Anspielung? Noch mehr Bilder von Malibu. Okay, das war's. Mehr gibt's hier nicht zu sehen, Freunde. Inside the ship. Ah! HS. HS. HS darf man nicht sagen. Deine Mama. Egon Bogo. Okay. Jetzt müssen wir in den gefährlichsten Raum des Spiels. Nur, dass wir nicht im gefährlichen Teil davon sind. Denn da ist er. Der Todesraum. Der Maschinenraum, besser gesagt. Der Raum, an dem das Schlimmste im gesamten Let's Play passieren kann. Und deshalb solltet ihr eine Challenge reinschreiben. Aber naja, wenn die Challenge... Stimmt, wenn ich da verliere und ihr noch keine Challenge geschrieben habt. Ah... Seht ihr? So kann man euch austricksen. Naja. Das ist natürlich nicht die einzige Stelle, wo man sterben kann jetzt mittlerweile. Aber es ist definitiv eines der gefährlichsten. Und hier. Ja, das war lässig. Und Randa. TNT lassen. Wir fallen auf die Büchse und das gesamte Schiff geht kaputt. Spaß, nur das Ding da. Nur die Welt geht unter. Mehr nicht. Da-da-da-da-da-da-dam. Ist nicht so schlimm, wenn wir runterfallen, ja.
Habe ich den Gedanken gehabt, als genau dies passiert ist. Ja, super. Bravo, Palkun. Herausfordern musst du den Scheiß aber auch nicht unbedingt. Rein geht's in die Blechbüchsen oder wie auch immer man das betiteln möchte. Oder wie ich es auch gerne nenne, die Betrugsbüchse, weil mich hier die Gegner irgendwie immer treffen, egal was ich mache. Also mal sehen, ob wir hier getroffen werden. Ja! Obwohl ich ihn gerade getroffen habe, diesen... Ja. Willkommen bei Banjo-Kazooie. Dem Spiel, wo die Gegner den Tod nicht akzeptieren wollen. Ich meine, natürlich. Ich würde auch nicht gerne den Tod akzeptieren. Aber es sind böse Gegner, die wollen alle umbringen. Oder eigentlich nur Bären und Vögel. You know what I mean, bro? You know what I mean. Also. Hier haben wir ein paar Boxes. Nein! Er ist draufgesprungen. Ja, komm her! Ja, servus! Ja, komm her! Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm! Ah, stirb! Ich habe ihn angeschissen und das hat ihn umgebracht. Ja, komm her! Ganz grausam, Freunde, ganz grausam, ganz grausam. Ja. Mit ein paar blauen Flecken und Wunden überall haben wir es doch geschafft. Ha? Genauso hört sich das absolut gar nicht an, aber okay. Gaha? Gaha? Alles gut, Freundchen. Gebe deinen Autismus aus. Rein geht's da. In die Büchse. Hier gibt es ziemlich viel zu entdecken. Mombo-Schädel und ein Shinjo. Sagt euch ja ziemlich viel. Da solltest du nicht hinschauen. Da solltest du hinschauen. Super. Aha. Gibt es eine goldene Feder? Ist aber nicht, was ich wollte. Hier gibt's auch nur rote Federn. Ey, der ist gerade gespawnt. Lol. Habt ihr das gesehen? Hier haben wir einen Jinjo, Freunde. Was willst denn du? Hm? Sterbe bin? Ich auch. Nein, Spaß. Alles gut, Freunde. Ah, immer diese Mopeds, die da drüben vorbeifahren. I hate it. Das schaffen wir schon. Ja, Mann. I did it. I saved the world. So, ein Ei hat mir gestohlen, der HS, aber gut. Ja, ich will mein Leben zurück, danke. Und jump and run. Oh, nice, gelandet. By the way, hier ist das schwierigste Puzzleteil im Spiel. Eigentlich ist es nicht extremst schwierig, aber es ist trotzdem das schwierigste inside this game. So, ist ein nervtötender Jinjo. Komm schon. Damals habe ich Probleme gehabt, da rauszukommen, Alter. Das war ganz, ganz schmerzvoll. Ha. Hallo!
Nice. Was war das gerade für eine Sprechpause? Hilfe! Vergessen wir das, Freunde. Danke. Ihr seid so tolle Freunde. Ich glaube, ich weiß jetzt den Code. 3. 1. 2. 1. 1. 1. Super, das Puzzleteil hätte ich doch einsammeln können. Ich bin aber zu weit gegangen. Ich bin zu weit gegangen mit diesem Plan. Oh. Die Welt ist gar nicht so lang, wie ich glaube. Nee, die Zeit vergeht einfach ziemlich schnell. Die nächste Welt wird sogar so lang sein, dass wir die in zwei Parts aufteilen. Es sei denn... Ja. Doch nicht so lang, wie ich glaube. Ich habe das aber jetzt schon den Plan so gemacht, also machen wir das so. What the fuck? Ich habe diesen... Ja. Willst du mich verarschen? Du elendiger. Spaß und Spannung für die ganze Familie, Freunde. Spaß und Spannung. Zertifiziert offiziell von Nintendo bestätigte Spaß und Spannung für die gesamte Familie. Wow! Du hässlicher Warzenträger! Minecraft Dirthouse Bilder! Du Lachsnacken! Du Spaten! Du Schaufelfritzer! Ich habe dem so fest in die Fresse gepickt und trotzdem hat er mich runtergekriegt. Freunde, herzlich willkommen bei Palkun Bokoblin, eurem Lieblingskanal auf YouTube. Ah, wolltest du gerade sterben, Benjo? Wolltest du gerade sterben? Hast du gerade diesen Sterbesound gemacht? Wisst du was? Ist der Sterbesound egal? Hauptsache, du machst das, was ich dir befehle. Danke, Banjo. Wir haben den nächsten Hexenschalter betätigt, der ziemlich... Dieses Puzzleteil ist wahrscheinlich das einfachste Hexenschalter-Puzzleteil aller Zeiten. Also zumindest in dem Game. Du machst nicht das, was deine Vorfahren gemacht haben. Danke. Diese Bett ist fies. Scheiße. Ey, hab ich die Noten vergessen. Wie geht das denn nur? Das machen wir vorsichtig. Die rostige Eimer von England. Warte mal, ich weiß, ich war hier drinnen schon, aber habe ich hier alle Noten eingesammelt? I'm not quite sure, aber ja, wir haben. Keine Ahnung, ich hatte so ein Gefühl, weirdes Gefühl. Naja, das haben wir immer, oder? Ne? Natürlich haben wir das immer. Ich hoffe, das hat niemand gehört. Keine Ahnung. So. Hier haben wir einen kleinen Sohnemann. Ja, herzlich willkommen. Hallo. Ich will nur das scheiß Puzzleteil. Danke. Boah, jetzt hocken sie bei mir. Fick dich. Leute, die das Spiel nicht kennen, normalerweise kommt da jetzt ein riesen Dialog mit einem epischen Bosskampf. Aber ich habe das Ganze jetzt gecheased. Nur war ich zu dumm, wirklich irgendwie ohne Schaden davon zu kommen. Ich habe jetzt nur noch 3 Leben. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe, aber... Ich habe auch ziemlich viel... Ich habe fast gar keine goldenen Schwedern verschwendet. Aber jetzt darf ich nicht sterben. Jetzt darf ich nicht gehittet werden, ansonsten sterbe ich. Gib mir Leben, Dankeschön.
Den müssen wir auch 100% umbringen. Nicht 3%, 100%. Ich würde mir auch liebend gern hier diese Leben von dieser Honigbar-Zone man holen, aber das ist mir zu gefährlich, Freunde. Lieber hole ich mit ihnen den Honigwaben. Und ab jetzt, Freude der modernen Unterhaltung, kommen wir zum schwersten Stelle dieses Spieles. Dem Maschinenraum. Gefährlichsten Ort in this fucking game. Und jetzt habe ich mir auch eine Challenge, No-Death-Challenge gemacht. Und jetzt bin ich hier in diesem Raum. Problem ist auch in Banjo-Kazooie, dass wenn du verlierst in diesem Game, zumindest in der N64-Version, dass du alle Noten nochmal einsammeln musst. Es gab kein Save-System oder sowas. Das heißt, nicht nur das Problem habe ich, sondern auch noch, dass ihr mir eine geisteskranke Challenge geben würdet. Dabei ist es nicht so viel, was ich überleben muss. Nur noch 4 weitere Noten. Okay. Ganz ruhig. Kamera positionieren. Nein! Okay, Freunde. Herzlich willkommen bei Pokerblind. Okay, ihr dürft eine Challenge schreiben. In die Kommentare oder ins Discord. Freunde, jetzt. Jetzt darf ich sterben. So oft ich will. Mann. Aber Moment mal. Nein. Ich cheese den Tod. Seht ihr das? Nee, schreibt eine Challenge. Egal was es ist, ich mach es. Ich werde irgendwas mit Beweisen machen auf jeden Fall, aber... Mann! Ich wusste, dass das passiert. Diese scheiß Dinger, wenn du getroffen wirst, gibt es eine 50-50% Chance. Gibt es eine 50-50% Chance, dass du entweder überlebst und einfach ganz normal nach hinten geboxt wirst oder dass das Spiel sich gegen dich entscheidet? Hä? Es hat sich nicht mal bewegt! The fuck is going on? Ich muss zugeben, ich bin hier schon seit Ewigkeiten nicht mehr gestorben. The fuck, hör auf zu rutschen wie ein... The fuck is just going on? Jetzt bohrt da unten wer? Wie ein Geisteskranker. Wie ein Strolli. Ah, schreibt mir eine Challenge. Egal was. By the way, ja, ich habe ein Safe State gesetzt. Denn... Naja. Die ganzen Noten einsammeln ist jetzt nicht das Goldige vom Ei. So. Jetzt verlangsamen wir das. Wir können jetzt eigentlich dieses eine Puzzleteil schon holen. Aber wir wollen es natürlich auf die luxuriöse Art und Weise haben, sodass sie komplett aufhören. Seht ihr, so einen Jump hätte ich machen müssen. Den habe ich aber nicht gemacht. Ich habe tatsächlich alle 100 Noten dieser scheiß Hurensonnenwelt gefunden. Applaus, Applaus für deinen Tod. Jetzt muss jemand irgendeine bescheuerte Challenge schreiben. Hä?
Jetzt skill ich das Scheißding einfach durch. Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Ich werde hier torturt. Oder tortur. Ich werde hier. Ich leide hier. So. Jetzt ist fast alles angehalten. Zumindest die ganzen Rohre. Und ja. Ich habe Angst, dass die Leute irgendeine komische Challenge machen, bei der ich irgendwas Komisches tun muss, bei der, was ich gar nicht tun möchte. Oh. Aber nichts Illegales, okay? Illegale Sachen werden hier nicht toleriert. Ich weiß schon, irgendwer wird da reinschreiben, raube die Bank von Frankfurt aus. Nein, das kann ich leider nicht machen. Ich meine, ich kann das in GTA machen, aber... Oder in FIFA oder in Minecraft. Aber leider nicht in Real Life. Ja. Viel Spaß beim Denken. Ich werde dann auch ein Screenshot schreiben von dem ersten, der eine Challenge gebracht hat. Denn... Der erste, der eine Challenge geschrieben hat, der wird goldig sein. Er wird der Lucky Win sein. Bestleistung dieser Welt ist nun 100 Noten. Ja, und meine Bestleistung ist das Leiden. Ja, ich leide hier in diesem Spiel. Ich glaube, es könnte sogar der längste Part des Games werden. Ich glaube, einen längeren Part wird es nicht geben, weil die nächsten Parts einfach ein bisschen aufgeteilt sind von der Welt. Und der Rest generell nicht mehr so lang ist. Aber wir werden schon sehen, Freunde. Wie werden wir im nächsten Part leiden, Freunde? Ich muss auf jeden Fall eine Challenge machen. Und bitte, gebt mir nicht irgendwelche illegalen Sachen. Die werden nicht gemacht. Ach, ich habe Angst. Ich habe Angst vor euch. Jetzt muss ich schon vor meiner eigenen Community Angst haben. Ich leide hier diesem Spiel. Ja, der Tod ist jetzt eigentlich nicht gespeichert, aber er zählt trotzdem noch fürs Game. Also fürs LP. Das heißt, ich wünsche euch viel Spaß beim Schreiben. So, jetzt haben wir auch ein Zeitlimit bei diesem Wasser. Denn... Ah, ihr seid für mich ein rotes Tuch. Bald trifft euch der Scheißfluch. Schön für dich. Jetzt müssen wir hochtauchen. Nein, es ist alles übergegangen. Und wir können diesen Ort hier dadurch erreichen. Und jetzt können wir auch schön dem Wasser nach unten fließen zu sehen. Tschüss. Das ist ein Tschüss-Moment, Freunde. Und wir haben das letzte Cheater-Buch gefunden. Oh, ihr kommt langsam in Fahrt, ihr beiden. Dafür gibt es einen weiteren Zaubercode. Ja, läuft kein Reihe, läuft kein Flennen, du Megasack. Weil wir dieses scheiß Büchlein brennen, du. Fuck. Die Gewitterhexe findet mich nicht. Der Code, den ihr auf dem Sandburg an der Treasure Trove Cove eingeben müsst, lautet Gold Feathers. Oh yeah, Freunde. Jetzt kommt das letzte Upgrade. Der goldenen Federn, Freunde. Das seht ihr am Anfang des nächsten Partes. Das heißt, ich würde sagen, das war's von diesem legendären Part, in dem wir scheiße verkackt haben. Mal schauen, ob ihr schon eine Challenge geschrieben habt. Auf jeden Fall weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich hab dumm verkackt. Also, bis zum nächsten Part. Ciao, Medau!
Ja, schwimm daraus, bitte, danke.